Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 hier auf der Landersom. Wir sind dann hier fleißig aktuell, haben Maislegen auf der 205, beziehungsweise ich denke mal gleich kümmern wir uns erstmal um ein paar andere Kleinigkeiten. In erster Linie natürlich sich darum kümmern, dass die Saat einerseits unsere anderen Saatmaschinen laufen, in erster Linie der Kartoffelpflanzer. Dann unser wunderschöner Xerion. Der muss natürlich laufen. Das, ich weiß nicht, das könnte der sogar glatt sein. Oder der Kartoffelpflanzer. Okay, der Kartoffelpflanzer ist auf alle Fälle mit dabei. So, dann mach du mal irgendwie alleine weiter. So, das trifft sich zumindest ganz gut, dass du hier vorne stehen geblieben bist. Auf letzter Wegpunkt steht das noch. So. Dann stell du dich mal hier irgendwie halbwegs vernünftig und passend hin. Dann sollte das schon irgendwie werden. Der Torion ist gerade unterwegs. Der 916 gibt aktuell sein Bestes. Aber am Berg anfahren, das ist nicht sonderlich einfach. Voll ist der Kollege. Ja, noch nicht mal ganz die Hälfte. Dann gucken wir mal. Also, da kommt ein MAN. Da fährt ein 820. Und hier wartet ein Xerion. Ja, man ist zumindest kurz vorm End, das ist schon mal gut. Vier Zubringer kümmern sich jetzt um die Gülle. Sollte, denke ich, jetzt auch erstmal ausreichen. Das könnte eventuell durchaus funktionieren. Ja, für reibungslosen Ablauf, da müssen halt die Zubringer, glaube ich, grundsätzlich die gleichen sein. Sonst wird das irgendwann doch ein bisschen zu wild. So, Torion ist gleich da. Den würde ich dann eben gerne selber übernehmen, dass wir den eben selber voll machen, den Pflanzer. Dann räumen wir eben kurz ein bisschen dort auf. Und dann kümmert sich Autodrive darum, dass wir noch die letzte Palette holen. Weil dann haben wir da auch erstmal Ruhe mit. Gut, Ruhe vielleicht nicht ganz, aber ja, wobei in gewisser Weise vielleicht ja schon, weil ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir auf dem Vorgewende jetzt nicht mehr ganz so viele Kartoffeln verbrauchen. Ich würde für meinen Teil wahrscheinlich zwei Pflanzkisten wahrscheinlich dann mitnehmen. Wobei, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich kannst du genauso gut, glaube ich, für jede Pflanzkiste jetzt einzeln fahren. Dann, wenn es ist, zum Händler. Wenn wir noch unbedingt was nachholen müssen. Als wenn wir das jetzt alles in eins machen. Ja, schwierige Geschichte. Aber gut, da müssen wir halt irgendwie durch. So, Randalleuchte darf jetzt auch ausnahmsweise mal aus. Und man sollte auch den Adapter auch eben mit abhängen, wenn der schon soweit ist. Gut, Fehler meinerseits. Aber das haben wir gleich. Sollte relativ zügig vonstatten gehen. Einmal hier rum. Anhängen das gute Stück. Und dann sollte das, denke ich mal, dann gleich passen. Einmal die Palette nehmen. Vielleicht kann ich ausnahmsweise sogar mal direkt einher ankuppeln, die Kiste. Dass ich vernünftig schmeißen kann. Aber ich glaube es von eher nicht wirklich. Ja gut. Das hat grandios funktioniert. Wenn ich wenigstens den Wagen hier wieder vernünftig aufrichten. Ja. Och Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Muss das so kompliziert sein? Ach ja, gut. Müssen wir halt irgendwie mitleben. Irgendwie mitleben und auch irgendwie mit zurechtkommen. Ein bisschen zurechtdrehen und schieben.
So, jetzt könnte das einigermaßen passen, hoffe ich. Einmal ein bisschen anheben. So, das könnte jetzt klappen. Gut. Hat zwar nicht eingehakt, aber das kriegen wir, denke ich, hin. So. Einmal eben rüber. Kann die Kartoffel überhaupt ein Pflanzer? Ne, aktuell nicht. So. Ja, ja, das sieht schon besser aus. Sehr schön. Ist nicht ganz so gerade ganz schön gelungen, aber das sollte hier reichen für unseren Zweck hier. Schön auskippen. Das Pflanzgerät sollte möglichst voll sein. Dann kann er gleich weiterfahren. So, einmal weitermachen bitte. Dann bringen wir die Kiste mal irgendwie auf den Wagen. Hat grandios funktioniert. Wie sieht es eigentlich hier oben gerade aus mit der Gülle? Wenn wir schon dabei sind. Dann einmal bitte voll machen. Dann machen wir das erstmal fertig und kümmern uns danach da unten. Man muss halt eins nach dem anderen manchmal abarbeiten. Alles gleichzeitig, das funktioniert halt eben leider nicht immer. Eigentlich können wir auch, glaube ich, so langsam eine Beleuchtung einschalten. Der Kollege da hinten. Wird langsam duster. Und wie fahren eigentlich sonst gerade die Kollegen hier? 916, da der MAN. Ja, die fahren sich, die haben sich langsam aufgefahren. Aber gut. Bleibt halt auch ehrlich gesagt nicht aus. Und wenn man bedenkt, einmal 50 km/h gegen 80 km/h allein in der Fahrtgeschwindigkeit. Gut, von dem, was die am Ende tatsächlich ausbringen, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das große Problem. Oder ja, nicht unbedingt der große Unterschied. Problem ist es in gewisser Weise schon mal. Hier entsprechend nicht zu dritt zurechtkommen. So. So, dann kümmern wir uns mal hier rum. Aber eben den Plunder hier beiseite räumen. So. Einmal bitte drauf. Leute, ist nicht euer Ernst. Schieben wir das Ding mal eben kurz gerade. Vielleicht funktioniert das dann besser. Also eigentlich habe ich mir die Folge etwas anders vorgestellt. Eigentlich wollte ich jetzt nicht ganz so viel Radladerfahren hier präsentieren. Aber gut, wenn das gerade nicht anders klappt und funktioniert, dann müssen wir da jetzt irgendwie mit zurechtkommen. So, da bin ich schon auf dem letzten End. Jetzt funktioniert's. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Und 225 können wir sogar Geld kassieren. Das finde ich sehr gut. Naja, für... Ja doch, eigentlich müssen wir da schon hinterher, weil Lohnzahlungen und so weiter. So, das hätten wir. Und für dich habe ich jetzt, glaube ich, keine Aufträge mehr. Also Kartoffel, hast nichts zu tun. Sonnenblumen, Mais, Mais. Okay. Du hast nichts mehr zu tun. Gut, ein Teil der Maisaufträge sind sowieso erst für den Folgetag, aber gibt es trotzdem nichts zu erledigen. Dann fahr du mal zur Hoftanke.
Nein. Ja, gut. Oder doch. Fahr so. Dann müssen wir hier hin. Müssen jetzt gleich den Big Back Lifter da eben. Ja, wobei, nee, warte, den können wir ja vorne in die Front reinpacken. Oder hier vorne an die Frontlader dran. So. Da. Müsste wohl liegen bleiben. Kann ich den auch so ein bisschen zurechtschieben? Ja, das funktioniert sogar. Ich bin erstaunt. So, einmal bitte abhängen. Der kleine Sack hier, der muss da auch mit drauf. Dann zurren wir das ja alles einmal eben vorschriftsgemäß fest. Ja, packen wir einfach mal dran. Wird schon nicht schaden. Oder muss jemand wieder aufgefüllt werden? Wahrscheinlich Kollege hier oben, aber ich habe keine Gülle. Ich habe keine Gülle, also kann ich da nichts auffüllen. Ich muss auch sagen, ich finde es auch schon mal nicht schlecht, dass oben knapp 100, ja nicht ganz 110.000 auf dem Konto stehen. Also es ist ein nettes Sümmchen. Gut, für den Kredit geht natürlich einiges noch drauf. Das muss man halt leider auch fairerweise sehen, aber ansonsten ist das eigentlich schon mal nicht ganz so verkehrt. Wie lange bräuchte der Kollege theoretisch? Eine halbe Stunde etwa. Gut, ich sag mal so, die halbe Stunde wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit offscreen passieren. Aber ist mir schon mal gut zu wissen. So, die Haare fahren sich noch mehr auf. Beziehungsweise fahren sich jetzt wirklich hinten direkt schnurstracks hinterher. Ich denke mal, da können wir am besten gleich einmal alles komplett voll machen und fertig. Das sollte an sich am, ja, ich hätte schon fast gesagt, am einfachsten sein. Einmal komplett 28 Kubik und dann ab geht die Luzi. Da sind wir, denke ich, am meisten mitgeholfen. Ansonsten, wo fährt denn eigentlich der andere MAN? Der eiert gerade auf dem Rückweg. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kann ich in der Zwischenzeit noch eben kurz was anderes machen? Sieht jetzt zumindest aktuell nicht so ganz danach aus. Der ist noch fleißig am Maispotten. Ich hoffe immer, dass das Saatgut auch ausreicht. Wegen meiner oben habe ich jetzt am Hof jetzt kein Saatgut stehen. Muss man vielleicht nochmal wegen ein paar Big Bags vielleicht nochmal eben los. Dass sich das auch am Ende des Tages tatsächlich ausgeht. Aber das werden wir in Erfahrung bringen. Jetzt heißt es gleich erstmal voll machen die ganze Geschichte. Er fährt hier einmal drauf, wie es sich auch gehört. Das sollte so jetzt ganz gut funktionieren. Ja doch, da sollte es keine Schwierigkeiten geben. Ja, bei dem saugen wir auch gleich noch was raus. Der kommt zwar nicht vollständig rum, aber wir haben es fast erledigt. Es ist zumindest mehr etwas. Aber ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.